musste nur wieder anders machen. Ich habe es eingenordet sozusagen. Ich kann immer nur mit der Karte fahren, wenn der Nordfahrt oben ist sozusagen. Du drehst ja immer die Karte beim Fahren. Ne? Also macht der Dunkey und Hennis macht das ja auch mit dem Spiel. Also ich muss nur wissen, wo Norden ist. 13 Knoten. Da war auch nicht viel mehr. Hier unten hatten wir jetzt zwischen 9 und 5 Knoten. In 150, 200, 250 Meter Höhe. Das war auch alles ganz gemütlich. Schöne Fahrt. Ziehen, Hals festhalten und weggehen. Oh, so rund 30 Kilometer gefahren in 3 Stunden. Ja, 40. Ja, 40. 40 Kilometer. Ist die Öffnung oben? Nee, da müssen wir mal ein bisschen was dran tun. Das ist Helium, ne? Oder was? Wasserstoff. Was? Doch, mit Wasserstoff. Hm? Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, die hätten so eine Angst davor. Nö. Man darf nur nicht rauchen. Rauchen ist ungesund. Ja. Und über einen Wasserstofftrailer, dann ist man nicht mehr bei 50 Cent für einen Kubikmeter, sondern bei 3 Euro. Hm. Und dann ist ein 1000 Kubikmeter Ballon mit 3000 oder 3500 Euro gefüllt. Ja. Ne? Das ist eine ganz andere dann Geschichte. Dann möchte man aber auch nicht nach 3 Stunden wieder runter. Ne? Das nee, tut dann nee, weh, nee. Oder? Nein. So und schön die Fahrt dann sein mag. Und wir sind ja eine der wenigsten Nationen, die mit Wasserstoff regulär fahren. Ne? Mhm. In Amerika wird immer nur mit Helium gefahren. Und, das ist, fast nicht mehr, ja, und das ist fast nicht mehr bezahlbar. Mhm. Ja? Helium kostet einen Kubikmeter 6 Euro. Bei 1000 Kubikmeter ist 6. Ja. Ja? Und es ist kaum noch verfügbar. Ah. Ach so, ist Helium ist Naturgas und die Naturgasvorkommen von Helium sind nahezu aufgebraucht. Aha. Und in Amerika gibt es kaum. Also man extrahiert das nicht irgendwie aus der Luft, sondern nein, das kommt wirklich aus der Erde. Das kommt aus der Erde, das ist ein reines Naturgas aus der Erde. Mhm. Und das ist fast aufgebraucht. Das ist kaum noch zu bekommen. Oh. Danach entsprechend teuer. Guck mal so drauf. Da ist wirklich absolute Ruhe, ne? Ja. Denke ich mir schon, ja. Das ruft ja mal richtig Lärm dagegen. Ja, das ist richtig. Aber ist auch eine Ecke teurer, oder? Ja, im Prinzip den Wasserstoff her komplett. Das hier, ja. Das ist teurer, ja. Oder wenn man muss eine Stelle haben, wo eine Leitung ist, wo man hinzapfen kann. Oder LKWs kommen lassen, die dann das Gas liefern. Mhm. Also wesentlich komplizierter. Ja, das stimmt schon. Wir können eigentlich nicht einfach aufs Feld fahren und sagen, wir bauen jetzt hier auch ein Gas. Mhm. Dann bringen wir das Gas. Ne? Mhm. Also, ja, das geht. Flach. Das ist so ein Material, was man von Regenjacken kennt, oder? Was ist das? Ja, ne? Also nicht das einfach nur Ballonseide, wie man schon dicker, ne? Ist das denn die normale Fahrzeit? Ne, sonst so 6-7 Stunden bestimmt, oder? Ja, das ist jetzt eine kurze Fahrt gewesen, nur um mal eine kleine Fahrt nochmal zu machen. Normalerweise haben wir 6-8 Stunden. Und jetzt findet ja gerade die Weltmeisterschaft statt, da werden auch 60-80 Stunden werden. Wir vom Gesamtgewicht fast das gleiche Gewicht schätzen, was ein Kreisluft auch wiegt, ne? Die Hülle, also die wiegt um die 120 Kilo, ne? Mhm. Heißlufthülle wiegt da 85. Dafür ist der untere Teil natürlich leichter. Mhm. Im Heißluftballon haben wir die Gasflasche und die ganze Geschichte. Richtig, ja. Ich habe ja nochmal 140 Kilo Gas dabei. Ja. Hab ich ja hier alles mehr drauf. Ich habe das Gas rausgemacht, dass die Hülle wäre so schwer. Jedes Mal das Gleiche. Ja, wenn wir mit Gas drin gelassen, wäre das viel leichter. Ja, ne? So, jetzt geht es folgendermaßen. Wir fassen oben am Ventil an, halbieren die, ziehen die Hälfte rüber, ja, dass wir das Ventil hier ungefähr haben. Mhm. Und dann wird von hinten an aufgerollt. Okay. Auf doppelter Wahl. Wie viel Kubik sind dann da drin bei so einem Gasballon? Das ist jetzt ein kleiner, da sind 650 Kubikmeter drin. Die normale, die Standard-Gasballone, werden auf 1000 Kubikmeter ausgelegt. Ja. Also die meisten, ich sag mal 90% aller Gasballone haben aber 1000 Kubikmeter. Aber von der Tragkraft so wie ein 4000er, oder? Ja, das ist reine physikalische Berechnung. Tragkraft, Wasserstoff wiegt pro Kubikmeter rund 200 Gramm. Mhm. Und Luft in Normalkondition 1200. 1200. Also ich habe pro Kubikmeter Wasserstoff 1 Kilo Tragkraft, Auftrieb.
Im Heißluftballon, wie viel kriegt man da? Der Heißluftballon hat eine ganz andere, der hatte umgekehrte Tragkraftverhältnis. Normal haben wir ja gerade gesagt, 1,2 ja. Kilo wiegt einen Kubikmeter Luft. Mhm. Und wenn ich eine Luft um 100 Grad auf 100 Grad erhitze, wiegt es ungefähr noch ein Kilo. Ja, also 200 Gramm. Das heißt, da habe ich 200 Gramm pro Kubikmeter. Mhm. Hier habe ich also bei 1000 Kubikmeter 1000 Kilogramm Tragkraft. Beim 4000er habe ich 800 Kilogramm Tragkraft. Ja. Faktor 4, 4,5. Vom, ne? vom Gasballon zum Heißluftballon. Ja. Deswegen sind die auch so klein. Die Liegleine, so heißt sie, nicht geknickt wird. Mit dem großen Sack, den wir jetzt haben, ja, damit sie nicht geknickt ist, relativ einfach, genau. Nicht richtig fest zu machen. Ne? So. Jetzt vorne anfassen und darüber zum Füllern setzen. Oh, warte, ich bin gleich hier drin. Ach, deshalb ist das so schwer. Ich wundere mich schon. Das zeigst du das gerade ziemlich viel Einsatz, wenn du mich mit anpacken lässt. Das ist mein Boot. Ja, ja. Einpacken. Ja, genau. Und nochmal einmal. Okay. Du nimmst den Korb, ist leichter, ne? Ja, mit Gasflaschen, kein Brenner. Nicht? Also, den machen wir jetzt mit dem Strucki? Den machen wir jetzt nur locker zu. Schneiden wir. So, jetzt mit dem Anhänger hier und rückwärts vor. Okay, jetzt den Kopf weiter hierher. Ja, etwas schön mit euch, Mädels. Hat Spaß gemacht. Ich so, danke dir. Und du hast gut verfolgt. Ja. Eine Ballontaufe gibt es heute nicht, weil die sind beide selber Pilot hin. Und wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Darum haben wir keine Neulinge zu taufen hier. Das ist ihr erster Schluck heute. Ja, den ganzen Tag, da sind wir so durstig. Ja, die ganze Zeit nur Wasser getrunken in der Luft und jetzt mal ein bisschen Sekt. Wir haben jetzt tausende von Wasserstoffballonfahrten gemacht. Solange man die Zigarre nicht da reinschmeißt, ist alles gut. Ja, Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Ne? Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Das ist sowieso immer schon so gewesen. Ne? So. Ist der Hunger direkt vergessen? Abend. Wäre vielleicht ein Event, wo man sich mal einfach mal umschauen kann. Da sind 24 Gasballone gleichzeitig. Die größte Zahl in diesem Rennen. Aus allen Ländern, aus Amerika, aus der Schweiz, Australien, Österreich. Haben Sie recht? Überall kommt sie her. Spanien. Also, das ist schon ein ganz hochkarätiges Rennen. Und da geht es dann wirklich um die größte Distanz, die gefahren wird. Da muss man sich eine schnelle Luftschicht suchen. Ne? Da muss man sich eine schnelle Luftschicht suchen und lange oben bleiben. Das ist eine Komponente aus Ausdauer und Geschwindigkeit.